Ein Gast aus Nordrhein-Westfalen, den erwarten wir jetzt mit guten Freundschaften hier nach Niedersachsen zur Station Pape und zum Landgestüt Celle. Einer der Kooperationspartner ist die Station Beckmann, Mathieu Beckmann aus Wettringen, und einer seiner jungen Stars, das ist dieser Oldenburger Van Negro aus der Zucht von Christine Buckhoff aus Friedeburg in Ostfriesland. 5 Jahre ist er jung, dieser Sohn des Blue Horse Farrell, seinerzeit hier die Preisspitze. Aus der Verbandsbremen-Stute Symphonie vom Negro, dem Vallegro-Vater. Und da geht's weiter mit DiMaggio, Sandro Hit, Feiner Stern, Donnerwetter, Pik König, Dominus. Also hier wieder die Basis Hannover. Stamm der Altenburg, The Jungle Prince und viele weitere Top-Pferde aus diesem Stamm Delaney. Und in diesem Jahr oder im letzten Jahr ein Sohn aus dem Prämienjahrgang des Taurus, auch hier aus dem Stamm gekürt. Heinz Betont präsentiert er sich hier, wirklich hervorragende Silhouette. Und mit dieser besonderen Typausprägung ein echter Eyecatcher. Galopp, bergauf gesprungen, tolle Selbsthaltung. Im Sattel, da sitzt Bart Fiese. Er hat ein bisschen Pech gehabt. Mathieu Beckmann, der pflegt nicht nur seine Pferde top, sondern auch seine Mitarbeiter. Die ganze männliche Mannschaft, die sind dieses Wochenende unterwegs. Nächstes Wochenende sind die Damen dran. Bart musste jetzt leider dies Wochenende hier bleiben. Kein Problem. Der fährt nächste Woche dann bei den Damen mit. Und hier Farrell, das Blut des Fürstenball. Rittigkeitswerte pur. Und was interessant ist, dann mit Negro, DiMaggio und Sandro Hit, Grand Prix Pferdemacher par excellence. DiMaggio und Sandro Hit. Beide haben die Weltmeisterschaft der jungen Dressurpferde gewonnen. Seiner Zeit in Pferden. Und bald ist die WM ja wieder hier. Und da wird das auch nicht kollidieren mit dem Bundeschampionat. Und Mathieu, der sagt, der zwei Hebel mehr als alle anderen. Und das sehen wir jetzt gerade hier in der Galopptour. In idealer Weise, ganz relaxed. Und auch hier wieder das gewünschte Top-Interieur. Das ist nämlich die Quintessenz aus unserer Podiumsdiskussion, die immer um 2:30 vor der Hengstschau stattfindet. Die Einstellung zum Sport, den müssen sie haben, die müssen charakterstark sein, um Sport zu demonstrieren, und das souverän, so wie dieser erst 5-jährige Hengst mit wirklich tollen Jahrgang im letzten Jahr. Der 2. Jahrgang wird erwartet mit Auktionsspitzen. Und auch hier einen ganz praktischen Schritt bei Van Negro. Bart Fiese neu im Team Beckmann. Und Van Negro gibt hier den Takt vor. Der ist zwar nicht 14 wie Quantensprung, aber wir probieren's. Bart, oder? Das macht er doch. Und er macht's. Top.
Und ich glaube, Sie können noch mal einen drauflegen für Vanego und Bart Wietze. Die Tür macht auf, die Tor macht weit. Auf geht's nach Wettring. Herzlichen Dank, Bart Wietze und Vanego aus Wettring.